Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich euch gerne meine Ausbeute von der Glamour Shopping Week präsentieren und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Video und damit es nicht zu lang wird, fangen wir auch gleich an. Ich würde sagen, wir starten bei Acer und da habe ich mir in der Glamour Shopping Week von Bourjois habe ich mir diesen Highlight und Bronzer mitgenommen. Ich finde den wirklich sehr, sehr schön. Ich hatte wirklich schon mal vor sehr, sehr langer Zeit, habe ich gesehen, dass es von Bourjois halt auch einen Highlighter gibt, habe ihn aber nirgendwo gefunden, weder im Internet sonst noch sonst irgendwo. Und von daher war ich wirklich sehr, sehr glücklich, auf dieses kleine Duo zu stoßen. Und er sieht halt auch von innen sehr, sehr schön aus. Also wir haben hier halt einfach diesen typischen Bronzer und dann hier an der Seite halt wirklich nochmal den Highlighter. Es duftet herrlich nach Schokolade. Und bei 20% Rabatt konnte ich natürlich nicht Nein sagen. Also ich habe jetzt, glaube ich, so um die 6 Euro für diesen Bronzer und Highlighter bezahlt. Ich habe ebenfalls bei Zoeva bestellt. Und zum einen habe ich mir aus der Bambu-Serie, diesen Pinsel habe ich eigentlich schon, aber ja, ich fand dieses Design halt wirklich sehr, sehr schön. Und ich wollte gerne noch einen zweiten von diesem Pinsel haben und deswegen habe ich mich dann wirklich für diesen entschieden. Und zwar ist das der Petit Crease Pinsel, das ist die Nummer 231. Und er hat halt wirklich so eine kleine abgeschrägte Spitze oben dran. Und er macht sich wirklich sehr, sehr gut zum Verblenden in der Lidfalte. Und wie gesagt, diesen Pinsel habe ich eigentlich schon, aber ja, ein zweiter kann ich schon. Von daher ist es immer ganz gut, so ein kleines Ausweichprodukt zu haben, wenn halt der eine schon voll mit Schwarz ist. Dann kann man mit diesen halt noch ein paar hellere Farben machen. Und von daher habe ich mich für den entschieden. Den habe ich im Endeffekt bei meiner Bestellung sozusagen gratis bekommen, weil ich habe über 8 Euro eingespart und ich glaube, dieser kostet 7,90 Euro. Und von daher habe ich diesen gratis bekommen. Ebenfalls von Zoeva habe ich mir mitgenommen den Kabuki Brush. Ich habe solche Kabuki-Pinsel, habe ich natürlich schon, aber noch keinen von Zoeva. Und den ich jetzt im Moment habe, der ist von Catrice und der wird halt schon allmählich nicht mehr so schön. Also ich habe den eigentlich noch gar nicht so lange. Ich glaube, den gab es Anfang des Jahres in einer LE. Aber er ist halt wirklich nicht mehr so schön. Und ich habe mich jetzt entschieden für die 118, den Flat Kabuki. Also es gibt diesen Kabuki auch noch in der normalen, abgerundeten Variante. Aber ich wollte diesen Flat haben, damit man wirklich schön das Puder richtig schön einarbeiten kann in die Haut. Damit es hoffentlich länger mattiert. Dann habe ich mir noch einen weiteren Pinsel mitgenommen. Diesen möchte ich gerne fürs Konturieren ausprobieren. Und zwar ist das die 114 Luxe Face Focus. Ich glaube, der ist eigentlich so mehr zum Highlighten gedacht, aber ich fand den eigentlich ganz gut. Der hat eine relativ flache Pinselspitze, ist abgerundet von den Borsten her. Und ich möchte halt wirklich gern probieren, dass der halt wirklich für die Konturen sich hoffentlich gut macht. Und noch einen letzten Pinsel habe ich mir mitgenommen. Und zwar habe ich mir einen Eyeliner-Pinsel mitgenommen. Ich habe zwar von Zoeva schon einen Eyeliner-Pinsel. Dieser ist aber vorne so abgebogen und damit komme ich irgendwie nicht so richtig klar. Und deswegen habe ich mich jetzt für die 310 Spotliner entschieden. Also dieser ist wirklich vom Bürstchen her sehr, sehr flach und sehr, sehr klein. Ich hoffe, dass es sich sehr, sehr gut machen wird. Also ich finde, er sieht wirklich schon mal sehr, sehr gut aus. Mir gefällt das, dass er wirklich so ganz, ganz klein und präzise ist. Und ja, ich muss das halt auch selber erstmal austesten. Kleine Info am Rande, ich werde demnächst, also ich hoffe, dass ich das dann auch irgendwann endlich mal hinbekomme, ein extra separates Video über meine ganzen Pinsel machen. Das haben schon sich ein paar Mädels gewünscht und ich habe schon angefangen, die einzelnen Pinsel etwas abzudrehen. Und jetzt muss ich das Ganze halt noch ein bisschen zusammenfügen und noch ein bisschen was zu jedem Pinsel erzählen. Und ja, es wird dann jetzt hoffentlich irgendwann bald mal ein separates Video kommen zu all meinen Pinseln. Und ich gebe euch auch noch ein paar kleine Empfehlungen, weil es muss nicht immer so ein teurer Pinsel sein. Es gibt auch wirklich sehr, sehr schöne Alternativen im Internet. Und da bekommt ihr noch ein paar kleine Empfehlungen von mir mit. Nur mal so am Rand. Dann kommen wir jetzt zu Pull & Bear. Da habe ich mir drei Sachen bestellt. Und zum einen habe ich mir wirklich diesen wunderschönen Poncho mitbestellt. Also die Grundfarbe ist so bräunlich und dann geht es halt ins Grüne und so ins Rosane rein. Und es ist so leicht, am unteren Ende ist es so leicht ausgefranst. Es sieht, also am Anfang habe ich wirklich gedacht, es ist einfach nur ein großer Schal, aber er hat schon halt hier oben, ist er schon so ein bisschen abgerundet. Also er hat schon so eine kleine Rückenpartie und dann schmeißt man ihn sich wirklich halt einfach nur so drüber und ja. Trägt ihn dann halt wirklich so als kleinen Überwurf, als Poncho. Und ich finde es wirklich
Gefällt mir sehr, sehr gut. Es ist ein sehr, sehr leichter Stoff. Also ist jetzt nicht unbedingt was für den tiefsten Winter. Aber ich finde den wirklich sehr, sehr schön und die Farben haben mich total angesprochen. Und wenn man dann auch noch 20% Rabatt bekommt, dann kann man nichts verkehrt machen. Bei Pull & Bear durfte dann auch noch diese schöne Tasche mit. Ich bin ja so eine richtige Goldtante. Also ich habe so gut wie gar nichts in Silber. Und deswegen fand ich das total schön, weil die meisten Taschen ja wirklich diese silbernen Applikationen haben, was mir immer gar nicht gefällt. Dass diese Tasche wirklich alles in Gold hat. Der Reißverschluss ist in Gold, die Nieten sind in Gold, der Verschluss ist in Gold. Ja, ich fand es eigentlich wirklich sehr, sehr schön. Es gab sie auch noch in anderen Farben. Also es gab sie, glaube ich, auch noch in Cognac. Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Aber ich wollte eine schwarze Tasche, weil eine cognacfarbene Beuteltasche habe ich schon. Und von da habe ich diese gewählt. Sie hat auch einen schönen langen Henkel. Was ich hier wirklich sehr, sehr schön finde, ist, dass es halt wie ein Gürtel gemacht ist. Dass man sich das kleiner schnallen kann und nicht immer so ziehen muss. Und ja, finde ich wirklich sehr, sehr schön. Ich glaube, dann kam sie nur noch so um die 20 Euro und ich finde, das ist wirklich schön. Ja, wo wir halt so bei Gold waren, ne? Also habe ich mich noch für diese Schuhe entschieden. Diese sind wirklich all over Gold. Bei der Sohle finde ich auch wieder sehr, sehr schön, dass sie so creme ist, nicht wirklich schneeweiß. Finde ich wirklich sehr, sehr schön. Ist halt eigentlich ein ganz einfacher Sneaker. Den gab es auch noch in verschiedenen Farben, auch in einem richtig schönen Bordeaux-Rot. Hat mir wirklich auch sehr, sehr gut gefallen. Aber da ich da so eine Goldtante bin, habe ich mich für Gold entschieden. Und die meisten Hosen, die ich alle habe, sind schwarz. Und ich habe halt auch viel, also ich trage eigentlich immer nur so Goldschmuck und habe überall irgendwelche goldenen Applikationen. Und von daher dürfen es auch mal goldene Schuhe sein. Dann habe ich etwas bei parfumerie.de zugeschlagen. Die waren allerdings nicht in der Glamour Shopping Week enthalten. Sie hatten dennoch in der Zeit der Glamour Shopping Week hatten sie Jubiläumswoche, wo man auch 20% Rabatt erhalten hat auf das komplette Sortiment. Und da habe ich mich noch für ein paar Teile entschieden. Was ich dort wirklich sehr, sehr schön finde, schaut euch das mal an, wenn man das Paket bekommt. Das sieht wirklich so traumhaft schön aus. Man bekommt eine handgeschriebene kleine Widmung, wer das Paket für einen gepackt hat. Und es ist wirklich sehr, sehr schön. Die kleine Blume, die oben drauf ist, ist so eine kleine Parfümblume. Also wenn man sie einsprüht, dann duftet das wirklich sehr, sehr schön. Und ich habe mir bei parfumerie.de bestellt einmal das Olympia von Paco Rabanne. Ja, da wurde ich so ein bisschen angefixt. Das ist ja total gehypt gerade im Moment. Und es wurde halt von vielen so gesagt, wenn man das 1 Million mag, dann wird das einem auch gefallen. Ich finde das wirklich ein sehr, sehr schöner Duft. Und ja, habe ich natürlich 20% Rabatt gekriegt, hat sich sehr gelohnt und von da habe ich von da und da es dann halt 20% Rabatt gab, habe ich es mir dann natürlich gleich mitbestellt. Das ist von DKNY, My NY Parfüm. Dieses ist super süß. Der Flakon hat so eine Herzform, wenn man von oben drauf guckt und ist wirklich ein sehr, sehr schöner Duft. Geht so in die leichte süßliche Richtung. Sowas mag ich ja total. Und ja, bei 20% Rabatt kann man quasi nicht nein sagen. Nein. Ebenfalls habe ich mir noch ein Puder von Pupa bestellt. Ist gar nicht so einfach, das zusammen zu sagen. Da wurde ich auch wieder so ein kleines bisschen angefixt. Dieses soll sehr, sehr schön stark mattieren. Natural Matte Effect Kompakt Puder. Ja, steht einfach nur 0,40 drauf. Und das Ganze sieht halt so aus. Also es ist ein wirklich sehr schöner, neutraler Ton. Und ich bin gespannt. Ich probiere es halt sehr gern mal aus. Es ist halt auch nicht gerade sehr günstig. Aber ich betone ja immer wieder gerne, gerade so bei Foundation und Puder, da gucke ich nicht unbedingt so gerne aufs Geld, weil für meine anspruchsvolle Haut muss es manchmal auch halt etwas teurer sein. Was nicht immer heißt, dass es gut ist, aber ich probiere es halt aus. Es gab 20% Rabatt und ich habe da schon ein bisschen was eingespart. Ich kann euch den Shop echt empfehlen. Es gab zigtausend Goodies noch mit dazu. Also tolle Parfümproben und sogar, ich glaube, eine Handcreme oder irgendwas habe ich noch mit dazu bekommen. Also wirklich sehr, sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Ich glaube, dort werde ich auch ab und zu mal was hinzufügen. Hagelshopp war ja auch bei der Glamour Shopping Week mit vertreten und da habe ich auch mal vorbeigeguckt und habe mir was bestellt. Und da ist zum einen von Redken das Pillow Proof mit in den Warenkorb gehüpft. Das ist ein Trockenshampoo. Eigentlich benutze ich ja immer das günstige aus der Drogerie. Aber ich dachte mir, ich gebe jetzt einfach mal Redken die Chance, mir zu zeigen, dass es halt doch ein höherpreisiges auch wirklich sehr, sehr gut sein kann. Für mich ist halt auch immer wichtig, dass es mir ein bisschen Volumen gibt. Und in letzter Zeit irgendwie hat mich das aus der Drogerie nicht mehr so überzeugt.
Und von daher, dadurch, dass es ja sowieso schon im Angebot war und dann nochmal 20% Rabatt gab, habe ich jetzt einfach mal zugeschlagen und ich finde Redken echt eine super Firma und mal schauen, wie sie es so macht. Ebenfalls mitbestellt habe ich mir von Paul Mitchell ein Seal and Shine Spray. Das ist ein Hitzeschutzspray, was zusätzlich gleichzeitig auch noch schönen Glanz dem Haar verleiht. Ich habe wirklich in letzter Zeit gemerkt, dass ich sowas total vernachlässigt habe, Hitzespray zu benutzen. Und da bin ich wirklich sehr, sehr schnell auf den Trip gekommen, mir doch jetzt endlich mal wieder eins zu kaufen. Auf Paul Mitchell gibt es generell in dem Shop bei hageshop.de keinen Rabatt. Ich glaube, das ist aber von Paul Mitchell so vorgegeben. Also bei dem habe ich jetzt auch keine 20% Rabatt in der Glamour Shopping Week bekommen. Ist aber bei jedem Rabattaktion in diesen Shops so. Und ja, manchmal muss man halt einfach vorbeigucken, dann sind trotzdem Paul Mitchell Produkte im Angebot, also sind sie trotzdem 2, 3 € günstiger und dann muss man halt dann einfach da mal zupacken. Dann habe ich mir noch von Revlon 2 Haarfarben mitbestellt. Ich möchte mir jetzt gerne in nächster Zeit mal meine Haare etwas anders färben und ich möchte ein bisschen mehr in die natürlichere Richtung gehen. Ich wollte mir eigentlich meine Haare sehr, sehr gerne grau jetzt im Moment färben, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, habe ich mich dazu noch nicht so richtig durchgerungen. Und dadurch, dass jetzt halt diese Glamour Shopping Week war, ich habe 20% Rabatt gekriegt und die Farben von Revlon waren jetzt sowieso schon im Angebot. Also normalerweise kostet, glaube ich, eine Farbe um die 12 € und ich habe jetzt mit Aktion und mit Glamour Shopping Week habe ich nur um die 6 € für eine Farbe bezahlt und da konnte ich wirklich nicht widerstehen und musste es einfach mal mitnehmen. Diese Farben sollen sehr, sehr gut sein. Es ist eine 3-in-1 Farbe. Also es ist wirklich ist ein Direktzieher mit Pflege gleichzeitig noch dazu, die man sich auch trotzdem mit Spülung noch etwas strecken kann, was ich mit Sicherheit auch tun werde. Ich habe mir jetzt die Farbe 1003 mitgenommen. Das ist so ein Goldschein. Hellgold steht drauf. Und dann habe ich mir zum anderen die 621 mitgenommen und das ist ein Kastanienkaramell. Dieses werde ich mir definitiv noch ein bisschen heller machen, also ein bisschen strecken und dann zusätzlich noch diesen bisschen Goldreflex reinmachen. Und ich hoffe, das wird so eine richtig schöne, leichte Karamellfarbe werden. Ich bin mal wirklich gespannt. Ansonsten wäscht sich ja relativ schnell wieder raus, wenn es mir dann doch nicht so gefällt oder ich tue dann halt doch grau übertönen. Ich muss mal sehen, aber ich will mich dann erstmal jetzt hier dran wagen. Und wenn ihr möchtet, drehe ich gerne ein Video mit dazu. Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben und dann werde ich das auf alle Fälle mitfilmen. Dann habe ich auch ein klein wenig bei Douglas rumgestöbert. Bei der Glamour Shopping Week war ich ein bisschen enttäuscht von Douglas, denn sie haben nur 10% auf einen Duft gegeben. Dadurch, dass ich ja bei Parfümerie.de 20% bekommen habe, habe ich natürlich mein DKNY dort bestellt. Bin aber dennoch im Internet auf die Suche nach einem anderen Rabattcode gegangen und habe auch wirklich einen gefunden. Mit diesem Rabattcode habe ich 10% auf das komplette Sortiment bekommen und da konnte ich natürlich nicht Nein sagen und habe dann doch ein bisschen zugeschlagen und ein bisschen was eingekauft. Und da ist zum einen der Wonderstick von NYX mit in den Warenkorb gehüpft. Dieser ist ja jetzt wirklich gerade sehr, sehr neu bei uns hier in Deutschland erhältlich. In den USA gibt es diesen Stift ja schon wirklich sehr, sehr lange. Ich finde das sowieso total schade, dass es von den großen, guten Marken immer erst so spät bei uns in Deutschland irgendwas erhältlich ist. Aber gut, damit müssen wir uns leider Gottes abfinden. Ich war ein wenig erstaunt, wo das Paket ankam, dass der dann doch eigentlich so klein ist. Ich habe mir den halt normal wie ein Stift vorgestellt und er ist halt doch relativ klein. Er ist zwar recht dick, aber halt doch irgendwie klein. Ja, war ich schon ein bisschen verwundert gewesen. Die Farben sind wirklich sehr, sehr schön. Ist wirklich sehr, sehr schön cremig. Wirklich ausprobiert habe ich ihn jetzt nicht. Ich habe ihn jetzt nur ein bisschen geswatcht. Und ich habe mich für die Farbe WS03, also Deep, habe ich mich entschieden. Das wirklich dunkelste, was man kriegen kann. Ja, ich denke mal, ihn wird man sehr, sehr gut verblenden können. Und ich muss ihn erstmal in nächster Zeit ein bisschen austesten. Ebenfalls in meinen Warenkorb ist gehüpft von Benefit der Pore Professional Licensed Blot Stick. Also das ist ja wirklich so ein Stick, den soll man ja gezielt auf seine Problemzonen auftragen und dieser soll mattieren den ganzen Tag. Sieht halt aus wie so ein kleiner Klebestift. Ist halt, ja, sieht halt wirklich aus wie so ein kleiner Klebestift. Und den soll man sich dann wirklich gezielt, so bei mir ist es ja halt wirklich die Stirn und die Nase sind so die Hauptprobleme. Und dieser soll halt sofort mattieren und es soll dann halt auch den ganzen Tag anhalten. Den wollte ich mir schon ganz, ganz lange kaufen. Jetzt mit 10% Rabatt dachte ich mir, komm, nimmst du mal mit.
Zu unserer aller Freude hat ja jetzt wirklich NYX in Deutschland auch endlich matten Lip Creams rausgebracht. Und ich habe mir ja extra einmal im Internet bestellt aus USA. Und ich finde diese wirklich sehr, sehr schön. Freue mich, dass es die hier bei uns auch zu kaufen gibt. Sind etwas teurer, als ich es damals im Internet bestellt habe. Dafür muss man nicht so lange drauf warten. Und ich habe mich jetzt für zwei Farben entschieden. Und zwar ist das einmal Transylvania. Also ist der dunkelste Ton, den es bei dieser Reihe gibt. Ist ein richtig schöner, ganz dunkler Aubergine-lila Ton. Entschuldigung. Und dann habe ich mich noch für die Farbe Cannes entschieden. Das ist so ein schönes Nude, geht aber mehr so in die Braunrichtung und darauf stehe ich gerade im Moment total. Und habe sie euch jetzt hier nochmal geswatcht. Also hier vorne ist Cannes und hier hinten ist Transylvania. Ja, finde ich wirklich sehr, sehr schön. Haben ein super tolles Finish, trocknen die Lippen nicht aus, so wie diese normalen Lip Creams oder Lipsticks und finde ich wirklich sehr, sehr schön. Zudem riechen NYX Produkte wirklich immer sehr, sehr gut, ob egal ob Lippenstift oder Lipgloss etc. Riechen wirklich immer sehr, sehr schön und deswegen gefällt mir NYX auch so gut. Habe mir dann von NYX auch noch ein Lip Pencil mitbestellt. Die Farbe ist 836 Blumen. Ist so ein richtig schönes Pflaume mit so einem pinken Unterton und ich trage ja solche Farben wirklich sehr, sehr gern und deswegen musste er mit. Dann habe ich mir von Terra de Sol noch so einen Bronzing Powder bestellt, da wurde ich auch wieder so ein bisschen angefixt. Der Sommer ist zwar vorbei, aber ich finde das halt wirklich sehr, sehr schön. Es ist ein wirklich schöner, warmer Ton, matt, was mir auch sehr, sehr gut gefällt. Also das könnte man auch wirklich ganz gut benutzen, um mal das ganze Gesicht ein bisschen, ja, ein bisschen Bräune zu verleihen, ohne dass es halt so aufdringlich aussieht und es riecht auch sehr, sehr gut. Es riecht so ein bisschen nach Creme, was ich wirklich sehr, sehr schön finde und ja, es gab 10% Rabatt und da dachte ich mir, komm, stell's einen Glamour mit. Und last but not least habe ich noch bei Kiko etwas zugeschlagen und da habe ich mir zum einen aus der Deco Delight LE habe ich mir einen Lippenstift bestellt. Dieser war sowieso auch schon reduziert, weil es ja eine vergangene LE ist. Was ich bei diesem Lippenstift übelst niedlich finde, ist halt, dass der halt noch solche Punkte oben drauf hat auf dem Lippenstift. Finde ich irgendwie sehr, sehr niedlich. Passt auch nahezu perfekt zu dem NYX Lip Liner, den ich mir gekauft habe. Und die Farbe heißt 08. Aus der aktuellen LE von Kiko durften auch noch einige Schätze ein. Und da habe ich mir zum einen einen Metallic Shine Eyeshadow mitgenommen. Ist die Farbe 01. Und das ist so ein richtig schönes Champagner. Er ist wirklich sehr, sehr cremig und ist halt so ein wirklich richtig schöner, shiny, metallic Lidschatten. Und finde ich wirklich sehr, sehr schön. Ebenfalls aus der LE durfte ein Bronzer mit. Ich finde ja zum einen schon mal die Verpackung wirklich sehr, sehr schön. Ist auch so Rosé-Gold. Und innen drin der Bronzer wirklich eine mega schöne Prägung auch und sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Ihn gab es in zwei verschiedenen Farben. Ich habe mich für die Farbe 02 Medium to Dark entschieden. Ebenfalls aus der LE habe ich mir dann noch einen Blush mitgenommen. Er hat auch wieder diese tolle Verpackung in Rosé Gold. Und der Blush an und für sich sieht eher so pudrig aus und hat wirklich eine sehr interessante Konsistenz. Also er ist so eigentlich eher so ein Creme Blush, aber hat eher so eine putrige Textur, ist diese Farbe hier. Ich habe mich übrigens für die Farbe 04 Passion Red Wine entschieden und wirklich eine sehr, sehr tolle Herbstfarbe, finde ich. Aus der LE habe ich mir auch noch einen Lip Liner mitgenommen und zwar ist das die Farbe 05. Das ist ein richtig schönes, dunkles, bäriges Rot. Und ich habe mir aus der LE den passenden Lippenstift dazu gleich mitgekauft. Dieser heißt auch einfach nur 05 und ja, die Kombi sieht man, passt halt einfach perfekt zusammen und ich finde diese Farbe wirklich sehr, sehr schön. Ist so ein pinkiges Rot, pinkiges, bäriges, dunkles Rot, was mir sehr, sehr gut gefällt und ich im Herbst, Winter sowieso total gerne trage. Und die Textur ist wirklich sehr, sehr schön bei Kiko und es gefällt mir sehr gut und mit 20% Rabatt macht es kaufen gleich noch mehr. Ich habe mich dann noch für einen Lidschatten entschieden aus dieser Infinity Click Serie. Das kommt ja bei Kiko immer in diesen kleinen Töpfchen, hat extra einen Deckel, kann in diese Klicksysteme halt eingeklickt werden, wenn man sowas zu Hause hat. Und ich habe mich dafür so ein dunkles
lila-rot entschieden. Also es ist so ein pinkig-lila-rot. Schimmert auch sehr, sehr schön. Finde die Farbe halt wirklich sehr schön und ja, die schimmert wirklich richtig toll. Gab es auch im Angebot und dann nochmal 20% Rabatt. Also hat wirklich nicht viel gekostet. Ich glaube, so um die 2 Euro habe ich jetzt für diesen Lidschatten bezahlt. Und von Kiko die Lidschatten kann ich euch wirklich auch nur empfehlen. Sind wirklich preisgünstig und haben eine super tolle Qualität, super Pigmentierung. Und mit denen könnt ihr nichts falsch machen. Ja, ihr Zuckerschnuten, das war mein kleiner, feiner Glamour Shopping Week Haul. Ich habe einiges an Geld eingespart, habe aber auch echt eine Menge Geld ausgegeben, muss ich wirklich zugestehen. So alles, was ich mir gewünscht habe, und das habe ich mir jetzt wirklich gegönnt. Und ich habe ja auch einiges an Geld eingespart, habe nichtsdestotrotz wirklich viel Geld ausgegeben. Aber ja, man soll sich ja auch manchmal ein bisschen was gönnen, und das habe ich jetzt getan. Und jetzt muss es auch wirklich bis nach Weihnachten rein. Ich muss sparen für Weihnachtsgeschenke und ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich freue mich über einen Daumen nach oben. Über dein Abo freue ich mich auch. Und ansonsten würde ich sagen, ich wünsche dir einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, eure Poppy.